Oberbürgermeister Uwe Rumberg und Museumsdirektor Rolf Günther haben die Tagesstrecke Oberes Revier Burg nach einem Jahr Sanierung feierlich wiedereröffnet. Wie alle Besucherbergwerke unterliegt auch das in Burg einer alljährlichen Kontrollpflicht. Aufgrund bergamtlich angeordneter Sanierungsmaßnahmen musste es seit 2017 geschlossen bleiben. Die Tagesstrecke ist ein wesentlicher Bestandteil unserer städtischen Sammlung in Freital und deshalb freue ich mich ganz besonders, dass sie den Besuchern wieder zur Verfügung steht und sie etwa 300 Millionen Jahre alte Steinkohle hautnah erleben, sowie Wissenswertes rund um das Thema Bergbau oder zum Grubenunglück vom 2. August 1869 erfahren können, sagte Oberbürgermeister Uwe Rumberg bei der kleinen Feierstunde zur Eröffnung. Die Bergsicherung Freital und das Sächsische Oberbergamt Freiberg hatten im Januar 2017 bei ihren Revisionen Empfehlungen und Festlegungen getroffen, die bis zur Wiederaufnahme des Besucherbetriebes fachmännisch abgearbeitet werden mussten. Die Tagesstrecke hatte ja nun 20 Jahre auf dem Buckel und wir mussten nun in eine Generalsanierung einsteigen. Es ist eigentlich im Großen und Ganzen, die alten Ausbaue aus Holz und aus Metall sind ersetzt worden durch Beton, um einfach die Standsicherheit wieder zu erreichen und das Bergwerk weiter betreiben zu können. Ja, durch diese Rekonstruktion natürlich bedingt mussten die alten Elektroleitungen raus, es musste die alte Telefonleitung raus, die alten Lüfter, die mussten ebenfalls ersetzt werden, was nie ganz einfach ist in so einem historischen Objekt. Aber es ist alles gelungen, wir haben sogar wieder ein altes explosionsgeschütztes Telefon einbauen können, sodass wir dort sowohl museal als natürlich auch von der Nutzung her auf dem neuesten Stand sein können. Die Abnahmen erfolgten dann durch Oberbergamt und TÜV. Ja, man muss alles in allem muss man knapp 80.000 Euro rechnen. Teilweise durch Fördermittel vom Kulturraum, teilweise natürlich durch die Stadt Freital getragen. Das Besucherbergwerk wurde 1996 eingerichtet, nachdem Mitarbeiter des Museums und ehemalige Bergbaukumpel das seit 1971 verschlossene Mundloch samt Stollen mühsam und in Handarbeit freigelegt und für eine museale Nutzung ausgerüstet hatten. In die Tagesstrecke Oberes Revier Burg können interessierte Gäste von April bis Oktober auf etwa 120 Metern Länge einfahren und ein Steinkohlenflöz am Ort seiner Entstehung besichtigen. Wir haben die alten Öffnungszeiten beibehalten, Dienstags und Donnerstags und jeden ersten Sonntag im Monat.